Hemsbacher Volks- und Wanderlieder singen am Mittwoch, den 2. März 2020. Wenn russische Panzer in ein freies Land eindringen, fällt es schwer, fröhliche Wanderlieder zu singen. Auch Corona ist noch nicht verklungen, über 2 Jahre haben wir nicht deshalb gemeinsam gesungen. Mit Schrecken und Entsetzen erstarrt die Welt und Ukraines Präsident reagiert wie ein Freiheitsheld. Wer von uns hatte schon gedacht, dass Putin doch solche Unmenschlichkeiten macht? Anstatt die Klimazerstörung gemeinsam zu besiegen, töten sich Menschen in unsinnigen Kriegen. Keiner weiß, wie diese Tragödie wird enden. Wir müssen uns gegenseitig Hoffnung und Trost spenden. Unsere Hoffnungen sind weder Waffen noch Gewalt. Der Wille zur Freiheit ist größer, es schon über den Erdball schallt. Wie froh werden wir alle sein, wenn wir spätestens wieder kehren in den Hasentreff ein. Und nun folgen einige Landeshymnen. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in schwerster Zeit. Für dies Land zu kämpfen bin ich stets bereit. Für dies Land zu kämpfen bin ich stets bereit. Wo die Schalen sausen in den Schacht hinein, der rote Himmel glüht im Feuerschein, wo die Häuser grau und hell die Herzen sind, dahin geht mein Sehnen, bis ich Ruhe find.
Ich brech dich ein
Musik.